Herzlich willkommen zu unserer Let's Play Modded Minecraft Serie. Wir sind in Folge Nummer 9 und zwar mit dem Dennis und meiner Wenigkeit, dem Patrick. Hallo. Gute. Ja, wir haben uns wieder Gedanken gemacht, haben für heute etwas vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr das hier schon gesehen habt. Wir zeigen es euch einfach trotzdem mal. Der Dennis hat hier ein bisschen Sugarcane angepflanzt und mal ein paar Tiere eingefangen. Und ich habe mich in der Zwischenzeit in den letzten paar Tagen noch mal intensiver mit dem Mod beschäftigt und mich noch ein bisschen über ein paar Sachen informiert. Und diese werden wir allerdings in der heutigen Folge noch nicht machen, weil ich hatte euch ja in der letzten Folge gesagt, wir werden uns heute um ein neues Storage System kümmern, und zwar mit diesen Compacting Drawers. Und dazu habe ich noch so Storage Upgrades. Dann schauen wir uns erstmal diese Compacting Drawers an. Compacting Drawers. So, und zwar werden die gecraftet mit Cleanstone, Pistons, Iron Ingot und diesen Compact Drawers. Die kann man hier ganz einfach über Jungle Wood Slabs oder andere Slabs machen und mit zwei Chests. Und ja, so kann man diese craften. Könnt ihr euch ja wie immer, wenn ihr den Mod installiert habt und den AT-Launcher habt, könnt ihr euch das ja wie immer selber einmal dann angucken. Und zwar haben wir uns jetzt dafür entschlossen, unser Storage System hier in diesen Raum zu bauen. Wir haben ja das letzte Mal schon unseren Sludge-Spoiler gebaut, der schon fleißig produziert. Ihr seht, Clay ist eigentlich so etwas, was man ein bisschen häufiger braucht. Die anderen Sachen sind jetzt nicht ganz so wichtig wie Sand, Gravel. Das produzieren wir oben bei unserer Baumfarm in Mengen. Ja, und wir setzen jetzt mal hier so einen Compacting Drawer hin. Habe ich zufällig irgendwas dabei, was man da reintun kann? Ja, okay. Und zwar dieser Compacting Drawer, der kann 16 Stacks von irgendwelchen Items halten. Und da kann man hier, wie ihr seht, Redstone reintun. Oder andere Ingots oder so Sachen. Und wie ihr seht, zeigt er uns jetzt hier an, wir können entweder zwei Block of Redstone da rausholen, wenn wir einmal hier drauf drücken. Ich glaube sneaken. Nee, nicht sneaken. Ach genau, mit Linksklick, wenn man da draufklickt, kriegt man dann quasi einen Redstone-Block raus. Den kann man auch wieder reintun. Oder man kann sich auch Redstone rausgeben lassen. Oder halt, wenn man sneakt mit Shift, kann man auch alles sich ausgeben lassen, was drin ist. Oder ein Stack, je nachdem, wie viel halt drin ist. Und das wollen wir jetzt für alles, was wir bis jetzt produzieren, wollen wir das Ganze jetzt bauen. Und dazu setzen wir mal hier ein paar von diesen Teilen hin. Wird das hier zu dunkel jetzt? Es wird natürlich jetzt relativ dunkel, da müssen wir uns dann noch was anderes überlegen. Vielleicht ein bisschen mit Glowstone arbeiten. Setzen wir jetzt erstmal ein paar von, setzen wir diese ganzen Teile hier hin. Und zu diesen Compacting Drawers haben wir noch Upgrades gemacht. Und zwar Storage Upgrades. Und zwar 16 Stacks klingt zwar jetzt viel, allerdings wollen wir natürlich nicht, dass in zwei Folgen wieder hier alles voll ist. Und irgendwie irgendwas unser System crasht. Deswegen habe ich noch Storage Upgrades gemacht. Dann schauen wir uns auch einmal schnell das Rezept dazu an. Und zwar, diese Upgrades increase Storage to 30 times base value. Das heißt, es erhöht das Ganze um 13. Und zwar sind das 30 oder 13? 13, 13. Ah. Oh ja, muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin ein bisschen verschnupft. Also nicht drauf achten. Genau, und diese habe ich mich dazu entschlossen, die besten davon zu nehmen. Das sind Emerald Upgrades. Wir haben ja zum Glück schon ein paar Emeralds produziert gehabt. Und die werden über Sticks, Emeralds und diese Upgrade Teamplates gemacht. Diese Teamplates werden wieder mit den Drawers gemacht und mit Sticks. Und ist von den Ressourcenkosten relativ, außer wenn man jetzt mal von den Emeralds absieht, eigentlich alles relativ günstig. Und, oh. Die Drawers hätte ich ganz gern wieder. Und wir setzen da jetzt diese Upgrades rein. Wie ihr seht, die kriegen jetzt so einen schönen grünen Rahmen. Und jetzt können die eine große Menge an Items halten. So. Ich habe gerade ein Hühnchen getötet. Warum hast du ein Hühnchen getötet? Weil ich wollte, dass es aus dem Zaun rausgeht, weil es sich sonst nicht vermehrt hätte, aber es wollte nicht so, wie ich wollte. Jetzt ist es tot. Jetzt ist es tot. Ja. Wir werden jetzt hier mal ein Loch in die Wand schlagen.
Oh, ich habe schon wieder geschimpft, wenn wir hier Löcher einfach in die Wand schlagen. Und werden natürlich das Ganze jetzt hier einmal mit... werden das Ganze jetzt hier mit unseren Transfer-Pipes verbinden. Ich habe auch herausgefunden jetzt endlich mal, wie man diese Transfer-Pipes, wie man das verhindert, dass sie sich miteinander verbinden, wenn man das nicht möchte. Wenn man zum Beispiel jetzt hier, die sitzen ja ziemlich dicht aneinander. Und die würden sich ja dann dahinter so verbinden. Und das wollen wir nicht. Und deswegen kann man hier einmal mit Sticks, kann man hier Rechtsklick drauf machen. Wie ihr seht, die verändern sich so ein bisschen. Und irgendwann, so, verbinden die sich dann nicht mehr. Wenn man oft genug draufklickt hat, gibt es verschiedene Modi quasi. Ob man das jetzt gerade nicht macht. Ach so, genau. So. Ups. So soll das sein. So, hier einmal drauf. So. Und so werden wir das dann hier dahinter, werde ich jetzt ein bisschen Platz schaffen. Und werde diese ganzen Pipes dorthin legen. Werde natürlich dann hier hinten mit ein bisschen Kisten arbeiten müssen. Und werde dann mit Filtern arbeiten, dass dieses Ganze hier einsortiert wird richtig. Und ja, und wenn wir das getan haben, dann werden wir uns gleich wiedersehen. Also, bis gleich. So, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wie ihr seht, wir haben hier noch ein paar Bushes gepflanzt, aber das war ja eigentlich nicht das, was wir vorhatten. Wir haben uns ein bisschen um das Storehouse hier hinten quasi, ich nenne das jetzt mal Storehouse, also um die Compacting Drawer gekümmert. Allerdings haben wir ein klitzekleines Problem, und zwar geht uns langsam ein bisschen das Redstone aus für die Sortierung hier hinten. Deswegen funktionieren bis jetzt nur Eisen, Gold, Kupfer, Diamanten und Smaragde bis jetzt vollautomatisch von unserem Dach oben. Die anderen Sachen werden aktuell noch hier zwischengelagert in dieser Kiste. Und zwar haben wir, sieht natürlich jetzt hier erstmal auf den ersten Blick sehr verwirrend aus, aber ich fange mal an, es euch zu erklären. Wir haben hier eine zentrale Kiste. Aus dieser wird mit Filtern quasi alles, was in den ersten 5 ist, rausgefiltert. In diesen ersten 5 Compacting Drawern hier. In diesen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und wird in diese Kiste gesetzt. Diese Kiste verteilt das Ganze. Und zwar einmal haben wir ja hier immer so ein Zickzack-Muster. 2, 1, 2, 1. Und zwar verteilt es das nach rechts. Auf die ersten 2. Diamond Emerald. Dann verteilt es das nach unten auf hier unsere Copper. Also Kupfer. Und es verteilt es nach links auch wieder auf 2. Wie ihr seht, hier sitzt noch eine Transfer Node. Hier, wenn man es genau sieht, ja. Und hier drüben haben wir Iron und Gold. Das wird jetzt quasi alles rausgefiltert und hier schon automatisch einsortiert. Das Ganze wird jetzt hier über die komplette Länge bis hier hinten auch noch gemacht werden. Dann werden hier noch ein paar Kisten hier hinten noch dazwischen kommen. Allerdings, wie gesagt, uns fehlt ein bisschen das Redstone, weil Transfer Nodes von der Herstellung her Einiges davon fressen. Man kann sie auch über Enderperlen herstellen. Allerdings, die haben wir aber auch nicht. Die haben wir noch nicht. Allerdings habe ich dafür schon eine kleine Idee, die wir euch vielleicht in der nächsten Folge dann zeigen werden. Ja, allerdings wollen wir uns jetzt erstmal angucken, was ich noch gemacht habe. Hier hinten kommt quasi die Leitung von oben runter. Nein, nicht von oben, sondern von unserem Ofenraum. Denn ich habe hier drüben nebenan, hier wisst ihr, ist unser Sludge-Boiler drin, da hat jetzt auch mal eine Tür bekommen, der Raum. Und hier ist unser Ofen für das Lagersystem. So, wieder ein Haufen Anschlüsse. Quasi alles, was von oben ankommt, wird erstmal in diese Kiste hier einsortiert. Alle Ingots werden über die beiden hinteren Transfer-Nodes automatisch aussortiert und hinten in unser Lagersystem eingeführt. Allerdings produzieren ja die Sieves oben auch dieses... einmal das Broken, die Broken Ores und die Powered Ores. Und diese werden aussortiert, in diese Kiste gepackt, wie ihr hier seht. Wenn man dann 4 Stück davon hat, werden die im Packager zusammengepackt, in diese Kiste. Und aus dieser werden sie über einen Transfer Node in unseren Ofen eingeführt. Und daraus werden sie dann hier mit der Transfer Node rausgezogen und in unser Lagersystem eingeführt. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell nach oben. Der Dennis hat hier noch einen kleinen schnellen Durchgang eingebaut, ist gezogen vorhin.
Wie ihr seht, hier ist alles weg. Die Stromversorgung von dem kompletten unteren Etage erfolgt nur über diesen Furnace Generator. Also im Moment sieht es aus, als würde er das alles schaffen. Jetzt wollen wir doch mal schnell oben gucken, was sich hier verändert hat. Weil ich habe hier oben das Ganze auch ein bisschen aufgeräumt und verändert. Das sind nur minimal. Und zwar sind hier erstmal alle Auto-Packagers weg. Wir haben jetzt nur noch einen zentralen Auto-Packager unten. Und hier wird jetzt alles aus den Sieves in diese Kisten gepackt. Hier drüben in diese Kiste, aus dieser Kiste in diese Kiste. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen unnötig. Das können wir jetzt theoretisch eigentlich auch schon ändern schnell. Während ihr dabei seid. So, dann brauchen wir noch eine Transferpipe. So, und aus dieser Kiste, die ist mit dieser Kiste hier unten drunter, laufen die zusammen und läuft dann alles nach unten. So. Wir haben allerdings immer noch das Problem, dass hier drüben zum Beispiel die Oak Saplings, die muss ich immer manuell raustun, weil die sonst unser System crashen. Wenn wir lange online sind. Da müssen wir uns irgendwas noch überlegen, wie wir die entweder entsorgen oder wie wir daraus irgendwas Sinnvolles machen können. Ich war schon am Überlegen, hier diese Redstone Furnaces gegen normale Öfen zu ersetzen, um das Holz, was hier oben produziert wird, über die Saplings quasi zu Kohle machen zu lassen. Das müssen wir aber noch ein bisschen gucken. Weil wie ihr seht, diese... Oh, das war jetzt nicht so gewollt. Oh, das war auch nicht gewollt. Wie ihr seht, hier sammelt, hat sich auch schon ein bisschen was wieder drin gesammelt gehabt. Also das ganze System ist hier ein wenig... Um genau zu sein... die Zepplinge können unsere Baumfarm zum Stoppen bringen, wenn alle Kisten voll sind. Weil dann arbeiten die Harvester hier oben nicht mehr. Und ich bin zu faul, immer das selber rauszumachen. Und außerdem wollen wir ja auch mal den Server über Nacht laufen lassen, dass wir mehr Ressourcen produzieren. Und das funktioniert nicht, solange... Nicht alles automatisch läuft. Nicht alles automatisch läuft. Dann kommen wir auch gleich zu noch einem Problem, das wir aktuell haben. Erstmal hat sich hier der Safe wieder aufgehängt. Ich weiß nicht, warum der das immer macht. So. Und zwar haben wir ja unsere Oreberries hier unten fleißig gepflanzt. Allerdings haben wir die immer noch nicht mit einem Ofen verbunden. So. Wie ihr seht, hier hinten die Kiste, die Doppelkiste, ist randvoll. Also sie ist wirklich komplett voll. Und das muss ja jetzt alles geschmolzen werden. Und zwar werde ich das wahrscheinlich, ich weiß zwar noch nicht wo ich die Leitung hochziehen werde. Und wie ich die an den Ofen dran kriege, das muss ich noch sehen. Aber ich werde das auch hier oben über diesen Ofen mitlaufen lassen. Weil dieser Ofen nicht in Dauerbetrieb ist, da sich hier nichts anfängt zu stauen. Deswegen werden wir wahrscheinlich die Oreberries hier oben mitschmelzen lassen. Und wenn die dann geschmolzen sind, werden die automatisch hintergetransportiert. Und das sind ja dann hier so Nuggets. Und die werden dann auch hier wieder automatisch einsortiert. Kannst du auch durch den Boden führen, oder? Ja, da liegt halt jetzt schon eine Stromleitung und im Boden liegt natürlich auch noch die Leitung hier hinten von unserem Sludge-Boiler. Ach so. Und ich werde jetzt mal gucken, dass ich die vielleicht einfach 4-5 unter unserem Boden hier durchziehe. Und dann irgendwo hier hinten wahrscheinlich dann hoch. Vielleicht setzen wir hier drüben nochmal so ein Konstrukt wie wir hier haben nochmal daneben. Ja, das werden wir aber da müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, was wir genau in der nächsten Folge machen. Das kann ich euch noch nicht sagen, das will ich euch vielleicht auch noch gar nicht so genau verraten. Auf jeden Fall werden wir wieder was vorbereiten. Und ja, ach so, genau, Dennis, wir haben ja noch eine Überraschung. Wollen wir die schon verraten? Ja. Und zwar haben wir einen neuen Mitspieler. Und zwar guter Freund von mir, Dennis kennt ihn persönlich auch, hat sich Minecraft gekauft und er ist absoluter Minecraft-Anfänger. Er hat auch noch nie wirklich das normale Minecraft, also das Vanilla-Minecraft gespielt. Und den werden wir jetzt versuchen, irgendwie hier bei uns ein bisschen mit einzubauen. Er hat sich sogar wirklich auch schon ein bisschen schlau gemacht über die Stromerzeugung und so. Und er hat irgendwie so einen alternativen Energiefetisch.
will das irgendwie über Solar- und Wasserenergie machen und so. Ich bin ja immer noch dafür, wir bauen noch 5 Baumfarmen. Ja. Oder bauen die einfach größer, noch größer die Baumfarmen. Und ja, auf jeden Fall, den werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge auch schon mit einbauen. Also, ihr dürft euch drauf freuen. Das nächste Mal gibt es wieder spannendes Zeug von uns. Ja, dann machen wir Schluss. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir schalten aus. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.